Hallo Leute und willkommen zu einem Videolog. Ja, ich mache nach langer, langer Zeit mal wieder ein. Ich habe ein paar Themen, die angesprochen werden müssen und die ich gerne ansprechen wollte, euch ein bisschen aufklären und so weiter und so fort. Ja, ich würde sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit. Zuallererst möchte ich mich bedanken bei über 2250 Abos. Absolut irre, das sind 2250 mehr, als ich jemals mir erträumt hätte. Vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle und alles, was dadurch mir ermöglicht wurde. Nichts wäre ich ohne euch. Das klingt immer so auf, so großtrabend und so merkwürdig irgendwie. Das auch zu sagen klingt merkwürdig, aber es ist ja nun mal so. Vielen Dank an alle, die ständig Kommentare schreiben, Videos gucken, bewerten und so weiter und so fort. Riesengroßes Dankeschön da an euch. Und dann legen wir natürlich direkt los mit den Themen. Und zwar habe ich als allererstes die Babus. Ja, wie ihr sicherlich mitbekommen habt oder auch nicht. Ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Wenn nicht, dann wäre doof. Für mich oder auch nicht. Wie auch immer, ich vertüdel mich hier gerade wieder. Ja, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, sind die letzten Wochen keine Baus rausgekommen. Das lag einfach daran, dass ich privat weniger Zeit jetzt habe, um montags mich da dran zu setzen, beziehungsweise allgemein weniger Zeit habe, mich dran zu setzen. Auch hat das was damit zu tun, dass als ich damals angefangen habe mit den Baus, ich so ziemlich, ja, das klingt jetzt wieder so doof, aber der Einzige war, der das so in diesem Stil gemacht hat. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass 100.000 Kanäle, ich weiß nicht, ob die das nachmachen oder wie man das nennen soll, oder auch sowas machen, sag ich mal so. Und da bin ich ganz ehrlich so ein bisschen der Meinung, dass, ja, wenn man das macht, was alle machen, dann ist es auch irgendwann langweilig. Ich bin allerdings gerade, und da möchte ich euch so ein bisschen in den Wind aus den Segel nehmen, alle, die sagen, macht doch wieder, bla 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 bla, macht doch wieder, macht doch wieder. Ja, und zwar bin ich gerade dabei, etwas zu planen, was vielleicht nicht wöchentlich kommt, aber ja gut, da möchte ich gar nicht großartig viel zu sagen. Wenn es da Infos gibt, erfahrt ihr es natürlich in einem weiteren Vlog. Ja, so viel dazu. Es wird auf jeden Fall was Vergleichbares geben. Ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nicht, wie das genau sich gestaltet. Wie gesagt, ich bin da am Plan, mit Leuten am Sprechen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr geil werden, wenn es so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, damit wären wir dann da auch schon durch. Wisst ihr Bescheid? Ich habe jetzt 2 Wochen Ferien, also muss ich gucken, ob ich das schaffe, da vielleicht schon damit anzufangen, beziehungsweise vielleicht noch 2 Babos raushauen die nächsten Wochen. Wer weiß, ich lasse euch überraschen und ja, schaut, was passiert und was kommt. Ich bin selber sehr gespannt drauf. Es ist alles sehr spannend im Moment, was das angeht. Naja, ja. Oh Mann, ich bin gerade so ein bisschen verplant noch, aber das macht nichts, denn wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar habe ich aufgeschrieben, Spiele tauschen. Ja, ich bekomme irgendwie in letzter Zeit, ich weiß nicht warum, ganz, ganz viele Nachrichten auf Facebook und auf YouTube und so weiter. Sogar als E-Mail. Ich habe ja meine E-Mail-Adresse für Anfragen und Kontakte und so weiter in meinem Profil. Und tatsächlich gucken die Leute rein und schicken mir eine E-Mail, wo sie fragen, ob ich Spiele tausche, und dann ist das quasi schon so, als wenn ich das machen muss, also so zwingend formuliert. Also generell muss ich sagen, ich tausche keine Spiele, außer ich habe tatsächlich mal irgendwas da, das ist eine absolute Ausnahme. Das gab jetzt in den letzten Monaten irgendwie 2, 3 Dinger, die ich da mit dem Ducky RG, mit dem Christo Dodo getauscht habe. Das war aber, wie gesagt, absolute Ausnahme, und das mache ich generell nicht. Nein, da könnt ihr bitte aufhören, mir die Fragen zu schicken. Ja, geht erstmal nicht los, außer dass es tatsächlich irgendwas Spezielles, und das ist dann auch eine Ausnahme und kommt dann auch von mir. Dann biete ich das auch an. Ansonsten negativ. Bitte unterlasst diese Fragen. Ja, nächstes ist BlogTV. Kam letztens im Facebook mal wieder dran. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Felix vom Play the Console hat das geschrieben. Warum keiner mehr BlogTV macht, ist auch mir dann eingefallen. Ist schon eine ganze lange Zeit her, wo wir so ein paar YouTuber das gemacht haben. Ich habe jetzt total Lust, irgendwie das wieder aufzugreifen. Allerdings in einem bisschen anderen Stil. Und zwar würde ich das so machen, dass ich auch Gameplay streamen würde. Das heißt, ich kann ja mit meiner Aufnahmekarte das direkt zu BlogTV hochladen, beziehungsweise weiterleiten, dass man mich nicht sieht, meine Fratze, sondern das Bild von der Xbox. Ja, lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Wollt ihr sowas sehen? Wenn ja, welche Spiele? Schreibt es in die Kommentare. Auch zu allen anderen Themen, was ihr davon haltet, würde ich mich sehr interessieren. Feedback ist immer sehr, sehr, sehr geil. Solange es dann auch konstruktiv ist und nicht irgendwie so ein Quatsch, aber das wisst ihr ja selber. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, BlogTV wird es dann in Zukunft oder in der nächsten Zeit wahrscheinlich mal wieder geben. Bis spät in die Nacht. Wie gesagt, ich habe 2 Wochen jetzt frei. Ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Ja, das nächste ist PS3 und PlayStation Network. Ich habe mir ja vor kurzem eine PS3 gekauft, Unboxing hochgeladen und so weiter. Und natürlich kamen postwendend direkt hunderttausende Kommentare. Wie ist deine PSN-ID? Kann man dich hinzufügen? Darf man mit dir spielen? Darf man dich anschreiben? Bla 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 bla. Ja, ich habe für all diese Zwecke jetzt ein Konto erstellt, ein PSN-Konto mit dem Namen Bash Achievements, wie auch mein YouTube-Kanal. Da werde ich immer wieder online sein und mit euch ein bisschen was zocken, wenn ich dann ein paar Spiele in Zukunft kaufe für die PS3. Also, ihr dürft mich gerne da hinzufügen. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit der Freundesliste, ob das irgendwie begrenzt ist auf 150, 200, 300 Personen. Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst.
Ein paar Leute sind schon drin. Wenn ihr Lust habt, mich auf der PS3 hinzuzufügen, sucht nach Bash Achievements, fügt den hinzu. Ich antworte dann oder nehme das so schnell wie möglich an. Ich bin immer wieder jeden Tag ein, zweimal damit online und guck nach, ob da neue Anfragen sind. Würde ich mich tierisch drüber freuen und dann kann man da sicherlich in Zukunft auch mal drüber zocken. Ja, so viel dazu. Dann seid ihr da hoffentlich auch glücklich. Ich denke mal, das ist schon ein Schritt, den ich da auf euch zukomme. Meinen privaten Gamertag hätte ich bald gesagt, private ID gebe ich natürlich nicht raus. Ich denke mal, da habt ihr Verständnis dafür. Aber ich werde, wie gesagt, mit dem anderen immer wieder online sein, wenn es denn was zu feiern oder zu spielen gibt. So, dann wären wir auch schon direkt beim vorletzten Thema angekommen. Ja, es geht doch schneller als erwartet. Und zwar ist das Facebook. Ja, ich habe eine Facebook-Seite. Viele von euch habe ich da schon. Ich glaube, 300 irgendwas. Würde ich mich freuen, wenn das noch mehr werden, weil ihr selber davon profitieren könnt, da es in Zukunft auf Facebook immer wieder kleinere Giveaways gibt. Ihr bekommt sämtliche Infos zu meinem Kanal dazu allererst. Ihr bekommt immer wieder lustige Sachen, die mir so passieren oder die mir so, ja, die mir so auf YouTube passieren, die mir so im Privaten passieren, ab und zu. Hauptsächlich Sachen, die mit YouTube zu tun haben. Wie gesagt, alle Infos zuerst. Teilweise seht ihr Videos vor allen anderen. Teilweise einige Stunden, manchmal vielleicht auch einen Tag. Da habt ihr also nur Positives von. Link ist unten in der Beschreibung. Fügt mich als Freund hinzu. Ich nehme das sofort an. Und dann erfahrt ihr da alles zuerst. Ja, da ist dann auch alles gesagt. Und dann wären wir schon direkt beim letzten Thema. Das hat mich selber ein bisschen erschrocken. Denn ich bin Ende des Monats, am 25.10., ein Jahr auf YouTube schon dabei. Finde ich es absolut Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist. Was in diesem ein Jahr passiert ist, was ich alles erlebt habe. Absoluter Wahnsinn, positiv sowie auch negativ. Das muss man ganz klar auch so festhalten. Finde ich absolut genial. Und ich wollte euch fragen, ob ihr ein Special haben wollt zu diesem ein Jahr Sven auf YouTube unterwegs, verschwendet seine Zeit und macht Videos zu eurer Belustigung, Anführungszeichen Ende. Ja, irgendwie sowas. Wollt ihr ein Special haben? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Meinetwegen schreibt es mir auch per PN. Wenn ihr das nicht in die Kommentare schreiben wollt oder eine Idee habt, die keiner klauen soll, was weiß ich, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich werde zusehen, was sich machen lässt. Ein Gewinnspiel kann ich jetzt, glaube ich, schon mal groß ausschließen, weil es einfach zu wenig Zeit ist. Wir haben ja jetzt schon Montag den 10. und dann sind es ja nur noch 2, 3 Wochen. Und da noch irgendwas zu organisieren, würde ein bisschen kurzfristig werden. Deswegen möglichst kein Gewinnspiel vorschlagen, sondern irgendwas anderes. Wenn ihr eine verrückte Idee habt, lasst es mich wissen. Lasst es mich wissen. Ich wiederhole mich. Warum wiederhole ich mich? Und dann war es auch schon wieder mit diesem Videolog. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Ich antworte so schnell wie möglich. Und dann danke ich fürs Zusehen. Danke für 2250 Abos und alles weitere, was damit zusammenhängt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, auf Wiedersehen und adios. Und vielen, vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt reicht's, jetzt ist vorbei. Ciao. Oh, verdammt.